Auf zur Schule. Yay, welch Energiebündel bin ich heute. Wahnsinn. Ja. Das Gameboy. Wirklich nicht. Nur der Gameboy ist drin irgendwo. Alle mal raus. Wir sind da. Ja, bleiben wir doch hier und schlafen einfach eine Runde. Oh. Bitte. Ach Mensch, ja leider geht das nicht wahr. Oh Mann. Ey. Gute Nacht, Jeno. Hallo, liebe Leute. Gut, ich bin im Keller, ich warte auf Kundschaft, es kommt keiner. Fantastisch. Boah, also gibt es heute nicht viel zu berichten. Draußen regnet so ein bisschen, oder nieselt so ein bisschen vor sich hin. Das ist der aktuelle Wetterbericht. Wolfgang war auch nicht da, war ihm wohl zu nass draußen. Und ich drehe Däumchen. Ich werde jetzt Ben Tucker aufbauen, also was heißt aufbauen, ich werde es wirklich nur reparieren, also hier das Hinterrad, das ist nicht mehr schön, machen wir mal Bestandsaufnahme kurz. Tada! Ben Tucker, was ist das überhaupt? Wer weiß denn schon? Der tute Ben Tucker City Bike. Jo. What's the problem? Problem Hinterrad. Da. Und da. Und da. Da muss ein neues, beziehungsweise ein gebrauchtes, eine gebrauchte Decke drauf. Hier haben wir schon eine Opferdecke, wunderbar. Das Rad hier mit Schlauch. Alle Dude. Das wird sowieso geschlachtet, weil hier, wie gesagt, überall die Speicher rausgerissen sind. Deswegen. Machen wir uns das gleich zunutze hier. Dieses wunderschöne Stück.
Ob das irgendwie schneller geht? Was ist denn da los? Geht nicht so schnell. Was ist denn das für ein Scheiß? Naja, also mit so einem verrosteten Dynamo hier, schaut euch mal die rostigen Kontakte hier an, da würde ich auch keinen Strom mehr abgeben. Also auch noch tauschen. Mann, das sieht wieder aus da drin. Halt verrottet und verrostet. Mensch, Tommy, warum nimmst du mal alles auseinander? Das ist doch das nicht wert. So ein Licht kostet doch nur 10 Euro. Ja, 10 Euro sind 10 Euro. Klar, nur 10 Euro. Problem ist, kann ich euch sagen, weder ich noch meine Kunden haben diese 10 Euro. Sehr witzig, das mit dem Kontakt. Mit dem Kontakt. Sehr gut. Also die Lampe funktioniert nämlich auch. Das ist nämlich das andere Problem. Die Lampe funktioniert. Geht nicht kaputt. Scheiße. Tachchen. Moin. Ja? Na? Ist am Werkeln? Ja. Ist aber früh. Das könnte so später werden. Ja, ich habe deiner Frau Bescheid gesagt, also, dass ich jetzt in der nächsten Stunde mal komme. Okay. Ich warte aber noch auf den Kurier. Ah, okay. Mit dem Sprinter. Ja, klar. Hast du die Quittung schon hier? Die hat sie oben. Ach so.
Ja. Soll ich mit ihr auch gleich die Bezahlung? Ja, macht ihr alles. Fakt ist hier, ist ein bisschen komplizierter hier bei der Lampe. Jetzt muss ich die ganzen Kontakte, mache ich alle blank. Der mit den LED-Lampen tanzt. Ja, hat er gesagt. Der Ringo. Hat er recht. Ich sehe überhaupt nicht ein, das immer alles neu zu kaufen, wenn alles noch gut ist. Das ist doch scheißegal. Jetzt habe ich die Zeit gerade, jetzt ist keiner da, will keiner was. Hier außer unser Sprungkasten ist verkauft. Jetzt zieht das immer, naja, zieht nicht durch Fett, sondern. Also, machen wir das. Und den. So, nehmen wir. Wo habe ich es hingetan jetzt? Dieses kleine Teil. Dieses kleine Plastikteil. Da mache ich trotzdem einmal Fett. Rinn rauf, was auch immer. Perfekt. Ihr seid perfekt. Jetzt nehmen wir die Schiene hier raus, das Ding. Ja, da müssen wir aufpassen, dass es arg verrostet. Rost ab, überall Rost ab. Oh, ja, ja, ja. Wenn ich da noch mehr abschleife, dann ist er nicht mehr von da. Okay. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Drin ist es. Fertig. So geil. Jetzt hängt es an. Läuft. Ist schon Algen drin hier unten, ist schon alt, ganz grün. Vorne hinten Licht, repariert. Dynamo, neu. Decke, ihr braucht. Kette, fetten wir. Fertig, das war der Ben Tucker Aufbau. So. Bevor man nichts macht in der Zeit. Ne? Ideal, aber wieder ein günstiges Verkaufsrad. Ja, ohne als erste Wunde. Ja. Nein, nee, das stimmt nicht mal, die wurde schon mal zerstochen. Erste Wunde da. Und sie hat ganz doll geschrien. Was hast du gemacht? Hm? Wo? Na sag. Will sie nicht sagen, so traumatisch. Aber wir haben so beschrieben, ich
Aber ihr hat es wehgetan. Ja. Sie kennt das gar nicht. Doch, sie kennt es leider ein bisschen. Im Krankenhaus. Hier war das nicht. Das warst du selber. Lass dich, lass auf alle Fälle. Zum Knutschbeulen. Also, Mama kommt nicht zum Geburtstag. Oh, warum nicht? Wir sind im Harz. Ich habe bei Instagram Fotos gesehen und die wunderschöne Harz-Zeit oder irgendwie sowas. Harz 4 oder was? Dann habe ich geschrieben, seid ihr verreist? Und sie antwortet nur, ja. Also kommt ihr nicht zum Geburtstag von Anouk? Nein. Oh. So gesprächig. Mensch, was ist los, Oma? Bloß nicht zu viel schreien. Oh, was anstrengend. Mann, kann man aber ein bisschen kommunizieren miteinander. Ja, aber das hat es jetzt auch nur gesagt, weil ich gefragt habe, euch den Eindruck, weißt du? Ich habe vorhin schon, ja, ich hab vorhin schon geschrieben wegen, wer kommt. Na, wir müssen ja mal wissen, genau, wer kommt. Also die kommen nicht. Dann kann ich ja vielleicht doch Hühnerkeulen machen. Ja, dann machst du Hühnerkeulen. Was? Dann ist ja, kommen ja dann gar nicht so viele. Kommentina, weiß ich nicht, auch Marco kommt heute gerade wieder. Ist ja schon wieder so Low-Budget-Geburtstag. Tina, Elke kommt, Julia, denke ich mal, weiß ich nicht genau. Ja. André Kerstin, Dennis habe ich eingeladen. Ja. Andrea kommt, wenn abends vielleicht erst. Gibt's eine kalte Hühnerkeule? Was warst du denn auch schon? Sechs Keulen für Erwachsene. Wir müssen ja auch noch. Was mit Leon? Lass Leon ein. Na, Leon habe ich schon letztens Bescheid gesagt. Ja, aber. Ich habe ihm nicht gesagt, als das letzte Mal da war wegen seiner Prüfung, habe ich gesagt, das am Samstag alle, das ist hat er doch alles schon wieder fertig. Geburtstag. Hat er doch schon wieder alles fertig. Ich denke, ich zweifle. Also, ja, ich komme auf jeden Fall früher, meint er. Und vielleicht schaffe ich ja dann auch mal bei euch. Aber jetzt hat er vielleicht in seiner Euphorie so. Er guckt mal, dass er das vielleicht mal hinkriegt. Also, hat er von sich aus gesagt. Nicht gesagt. Ich weiß, dass er es jetzt vergessen hat, weil jetzt ist er, der war ja 10 Kilo leichter an dem Tag, als er da war. Neuigkeiten aus dem Hauptstadtstudio, Leon schläft bei uns, eventuell. Hattest du auch den Eindruck? Der ist ja geflogen. Ja, also der ist aber auch eine Last von ihm gefallen. Ja. Er hat sich so unter Druck gesetzt, auch mit dem Quatsch. Ist ja auch wichtig. Ich fand witzig, wie ich gesagt habe zu ihm, der Mensch, Leon, endlich hast du mal eine Prüfung bestanden. Und er so, ja, oder? Er hat anscheinend das gleiche gedacht, wie das mal verkackt hat. Ich meine, zu ihm, du machst ja einfach nur zu viel Stress. Ja. Dann blockt das automatisch, ne? Dieses. Naja, ist ja. So eine Blockade hat er dann einfach. Sag mal was. Was willst du? Seine Vorstellung. Boah! Ja. 100 war seine Vorstellung. Mann, ich kipp aus der Latschen. Das kann ich gut nicht sagen. Seine Vorstellung war die Hälfte. Warum hast du gesagt, dass es in der Mitte passt? Nee. Gottes Willen. Guck mal, lass mal was essen. Na, darauf trinke ich ihn. Prost, Traumzauberkunden. Wirklich. Also, ich muss sagen, die Welt ist verrückt. Aber wir hatten eine Kundin drin, die hat sich tierisch darüber aufgeregt, dass ich nur grobmaschige Körbe habe, dass ich nur ein Modell an Korb habe. Wie kann das nicht sein, dass ich nur ein Modell an Korb habe? Ich sage, da musst du halt zu größeren Fahrradläden gehen, die auch mehr Platz haben und die haben dann auch mehr Auswahl an Körben oder so. Und ich sage, die kleinmaschigen Körbe, die sind halt, die taugen halt nicht viel. Wenn man die vernünftig festmachen will mit Kabelbindern, dann reißen die durch. Die rosten schnell, brechen auseinander, haben scharfe Kanten und dann kannst du nichts mehr reinstecken. Und ja, das fand's auch nicht gut. Dann wieder, das war auch scheiße. Ach, alles nicht richtig immer. Alles ist falsch. Egal, was man. Wie alles. Oh, die hat aber richtig gemeckert, ey. Meine Güte. Der konnte man zum Jahr nicht recht machen. Da war alles vorbei. Unglaublich. Oh Mann, oh, die hat mich ja fast an den Rand der Weißglut gebracht, ey. Mit so kleinen schnippischen Bemerkungen.
Ja, kann doch nicht sein, so grobmaschige Körbe, da fällt mir alles raus, wenn ich meinen Beutel da reinlege und mein Lippenstift fällt raus, mein Schlüssel fällt raus. Ich sage, es gibt ja auch geschlossene Beutel, so Handtaschen und so. Ja, aber ein Jutebeutel ist viel umweltfreundlicher, verträglicher. Ja, Mann, ey, ist doch viel fortschrittlicher. Ja, fortschrittlicher. Mensch, war der Jutebeutel nicht zuerst da, bevor wir geschlossene Handtaschen hatten? Ja, noch mehr drauf und noch mehr Kontra und ach, was ich mich da wohl aufrege, war, was für ein Schwachsinn, ey, über so ein Scheiß, ey, so ein. Boah, das war so eine. Das war echt die Königsklasse gerade wieder. Das war wieder echt phänomenal. Leute, das ist der zweite Fahrradladen, der den nicht hat. Ja, weil ich sage, die haben wir nicht, weil die scheiße sind. Die reißen halt auseinander. Die sind doch old. Die musst du dauernd wechseln. Ja, da fällt halt raus. Ich sage, einen Schlüssel legt man doch auch nicht so in den Korb. Ja, ich will da nicht meinen Schlüssel so in den Korb legen. Da ist natürlich in der Tasche drin. Ja, dann muss er in der Tasche bleiben. Dann muss die Tasche zuknoten oder was, den Jutebeutel. Ah, ja, ich. Ist es dir nicht wert? Ist es dir nicht wert, sie aufzuregen? Gut, alles klar. Bis gleich. Ich glaube, ich mache jetzt kurz den Laden zu, genau. Weil, naja, kommt ja eh keiner außer so blabla Menschen. Boah, was soll ich sagen? 15 Uhr? Und heute ist nicht los! Nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. Was hat ich bis jetzt gefilmt? Eine Stunde? Tja, gut, ich habe mein eigenes Rad aufgebaut. Und bis jetzt? Tommy und der Kaffee. Mehr ist es nicht heute. Mehr ist es nicht. Alter. So shit. Aber wie gesagt, manchmal ist es halt so. Das ist das ganz normale Leben. Das ist das. Das kriegt ihr nur hier zu sehen. Live ungeschminkt, ohne Drehbuch und. Ist natürlich auch ein bisschen langweilig manchmal, so wie das normale Leben halt ist. Ja, das ist auch mal langweilig. Das, kann nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Kann auch manchmal langweilig. Ich weiß nicht, was ich machen soll, für lauter Langeweile. Ich habe ja eigentlich genug zu tun. Es gibt hier überall Räder, die gebaut werden könnten. Aber es fehlt so ein bisschen, die, wie sagt man, naja, wenn dann noch einer da ist, dann ist das irgendwie cooler. Ja. Wenn man so alleine hier hockt, ist das, ach, das ist eher öde. Das ist nicht so toll. Aber wenn noch einer da ist, so wie damals mit Dennis, die Zeit. Das war schön, aber Dennis, aber ja, egal, ob der einer da war oder nicht, hat man sich immer irgendwas genommen und die bastelt. Ja. So alleine ist immer, ach, scheiße. Ist halt nicht so gut, nicht so schön. Ja, wenn hier auch keiner kommt, aber auf die Bettler ist Verlass, das ist doch scheiße. Kein Bock auf Bettler. Bettler! Bettler! So, knipsen wir mal Speichen raus hier. Machen wir mal wieder ein Rad fertig. Hier, Tommy. Schlüssel. Meine Münze. Oh, Münze. Münze sind ja immer gut. Münze sind aber gut. I love you. Wahrscheinlich an. I love you, Dad. I love you, Dad. Ich muss gleich weiter, wir sehen uns. Ja, ich höre die Zwänge halt weniger, mehr oder weniger bergauf, bergab. Ich bin zwar nicht stark in der U-Bahn, aber ich habe ja schon gesagt, es sind ja nichts hier irgendwelche Gründe für irgendwelche Vorzüge. Erklären oder so. Aber
auch bergab. Mehr bergab, wa? Mehr bergab. Kannst du dich nochmal dazu niederlassen mit einem Zehner? Ich habe mir schon Zehner woanders klar gemacht, aber. Felix, ich kann nicht, weil du musst mir noch Geld geben und ja. Das geht nicht. Ich kann okay, das nicht. Ich kann morgen mir einen Vorschuss geben lassen. Nein, das muss kein Vorschuss. Ja, okay. Du musst klarkommen. Na klar. Geschickt, jetzt was ich machen. Ich kann ihm nochmal 10 Euro, nochmal 10 Euro geben. Das mache ich nicht. Mal gespannt. Ob er nochmal kommt, wenn er klar ist oder so. Mal schauen. Mal sehen. Bei Saturn bestellt. Offensichtlich nicht wohl zusammen oder was? Powerbank. In weiß, wie ätzend ist das denn? Gibt keine schwarzen mehr. Ihr müsst einfach noch mehr verkleben. Achtung, ich fasse an. Hallo? Hey, bitte? Question? Yes. So. Neue Powerbanks. Zwei Stück habe ich davon. Süßes Ladekabel, wie immer. Und noch eine auf Reserve. Die kommt einfach mal oben hin, die Licht. Ja, dann bringen wir sie mal hoch. Und dann werden wir mal die Kamera umstöpseln. Ja. Und hier so ein Puff, ne? Wisst ihr Bescheid. Alles wie immer, alles wie früher, alles wie gewohnt, das liebe ich. Ach ja, so ist es schön. Ach ja, 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 das mag ich sehr. Da, 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 da. Schön, gefällt mir. Ist zwar weiß, wie gesagt, die werden ruckzuck schwarz werden, aber mit denen kann ich am besten umgehen. Die kann ich am besten handeln, die Dinger. Wenn es irgendwann nicht mehr hebt, muss ich mir was basteln. Das gute Stück ist fertig geladen. Ja, die kann ja jetzt hier ruf. Kann meine Tochter haben, kann sie mit Videos machen. Auch cool. Yay. Hello. So, was haben wir denn jetzt hier? Also meine Tochter wollte ja auch mal eine Kamera haben und Videos zum Videos machen. Hier hat sie eine. Ich würde ihr einfach mal diese Kamera hier geben, um Videos zu machen. Ja. Schaut mal, das ist doch perfekt. Gut, also wie gesagt, die Kamera bekommt sie jetzt dann, um Videoaufnahmen zu machen. Ne? Das ist jetzt hier nicht so, dass ich da so, pass auf, ich schenke oder so. Das machen wir nicht, sondern sie kriegt die Kamera und soll damit ihre Videos machen. Mensch, ab Donnerstag habe ich einen Praktikanten wieder. Wer hätte das gedacht?
So kannst du sehen. Ist so eklig, wenn es sich auflöst. Bin ich mal gespannt, wie er hier mit klarkommt, hier mit dem Laden, so wie der ist. Ich meine, das ist ja alles ganz schön und ganz cool. Aber das ist auch anstrengend. Das muss man wollen. Gerade sage ich noch, ist so langweilig alleine und so, ist halt Praktikant. Finde ich cool. Ich finde es gut. So witzig, eigentlich wollte Thorsten heute vorbeikommen, der wollte auch ein bisschen was tun, der wollte was ein bisschen machen hinten an dem offensichtlich an dem Bonanza-Rad oder so, so habe ich das verstanden. Oder er wollte an seinem Rad was bauen, irgendwie, ich verstehe ihn ja nicht zu 100%, er meinte, er will kommen zum Arbeiten. Ja, und da ich ihn ja hier nicht beschäftige, das weiß er auch, nehme ich mal davon aus, dass er entweder hinten an dem Bonanza-Rad ein bisschen schrauben wollte oder eben an seinem Rad, da gibt es ja auch ein bisschen was zu tun, knarzt und knackt und macht und tut. Aber der Honig da. Also was ist denn los mit den Leuten? Da war ja gerade eine Frage zu den Lagern hier. Eingepresste Lager. Eingepresst sind sie alle immer. Hier diese Schalen, selbst bei dem integrierten Lager sind eingepresst. Bei nicht integrierten Lagern sind die Schalen dennoch eingepresst, aber die Lager sitzen nicht im Rahmen, sondern außerhalb des Rahmens. Das ist der einzige Unterschied. Bei integriert, semi-integriert, was auch immer. So, jetzt Cartridge-Lager. Hier so ein Lager, was man eigentlich schwer warten kann. Man kann es trotzdem warten. Also wenn man jetzt wollte, könnte man auch das Ding hier wieder in Ordnung bringen, sozusagen. Ne? Hier, da ist die Schale und alles eins. Sieht erstmal so aus auf den ersten Blick. Ja. Dann sieht man aber hier so einen Ring drum. Wenn man da ganz genau hinguckt, ich weiß nicht, ob ihr das seht hier, weil mit der Auflösung von der Kamera, ich meine, ist ja ganz gut für alles Mögliche, aber eben nicht dafür. Schaut mal, ich putze hier mal frei. Da. Seht ihr diesen kleinen Sprengring da? Seht ihr das? Da, dort, da, da, da. Den muss man entfernen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. So dilettantisch mit meinem Werkzeug hier. Da. Ja, guckt, da. Wenn man den jetzt hier aufmacht. Seht ihr? Achtung. Das macht ja kein Mensch. Zack. Öffnen. Seht ihr? Ring rausgenommen. Habt ihr gesehen, ja? Also, der war hier drum. Ring raus. Achtung, was jetzt passiert. Achtung. Läuft die Kamera? Also okay, Ring haben wir ab, ja. Jetzt. Tada, 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 tada. Und egal wie lange auch immer die da drin sind, die haben kein Fett mehr gesehen, sondern immer nur Öl und Regenwasser. Maximal, dass einer mit einer Ölflasche rangehalten hat. Was das Ganze noch mehr beschleunigt hat. Dass die entfettet sind. Und das wart. Das wart einfach. Lagerbruch fett. Schweret fett. Die Kugeln sind auch durch. Die sind ganz stumpf. Wenn man die jetzt hier lackiert. Tommy, Alter, was ist mit dir los? Wenn man die Kugeln jetzt hier abreibt, dann sieht man. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich seht. Die sind ganz stumpf. Die haben keinen Glanz. Wenn sie stumpf sind, sind sie abgerieben. Sind sie verschlissen. Kann man kaum noch was mit anfangen. So. Ne? Man könnte jetzt hier sauber machen. So. So grob sauber gemacht, ne? Sauber. So lala. Kommt ja eh im Müll wieder. Da machen wir Fett drin. Fett. Hat mir so viel Spaß gemacht, sinnlos Sachen zu reinigen und so. Mein Gott, sitzt hier auch noch. Jetzt machen wir das einfach mal. Tun wir einfach mal so, als würden wir den retten wollen. Also man kann auch das retten, ja, natürlich. Mit viel Aufwand. Und neuen Kugeln. Ja, wie gesagt, die alten Kugeln sind durch.
Und hier auf der Seite gehen ja die Laufflächen auch noch, muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Also das ist ja noch fast human, was man hier vorfindet. Aber diese anderen, das hatte ich schon geknackt beim Drehen. So, das ist vorgereinigt. Ja, wunderbar. Sehr geil, sehr, sehr geil. Haben wir auch. Ne? Also das ist der Ring, der hier kommt hier, dann zack, wieder drum zum Verschließen. Oh, so simpel, funktioniert so ein Lager. Naja, gut. Dann machen wir jetzt die Kühlchen mal so ein bisschen. Spülen wir die erstmal. Ich habe hier hochkochen, ne? Ganze Zeug. Na, ja, schaut mal. Jetzt wisst ihr auch, was ich meine mit stumpf, ne? Also, ich nehme an, man sieht, was ich meine mit stumpf. Seht ihr das? Die sehen nicht so schön aus. Ja. Da dann neue Kugel nehmen, sofern die Laufflächen noch in Ordnung sind. So, jetzt geht's los. Also was für ein Schwachsinn. Jo, das ist das halt. Ja. Also, zack, zack. Tommy ist für jeden Quatsch zu haben. Dann fangen wir mal an, setzen die Kugeln hier rein. Okay. Sind alle drin? Die Kugeln? Jetzt können wir nochmal Fett drauf machen, eigentlich. So. Und jetzt plopp. Füge ich das zusammen, drücke durch, das überschüssige Fett, naja, ne? Cartridge, so, zack, zack, Ringruf, das war's, habt ihr gesehen, und jetzt läuft das Lager zwar viel geschmiert, weil geschmiert, aber hört man mal jetzt einmal noch. Das ist halt. Und die haben Spiel bekommen halt. Also, wie gesagt, funktioniert schon irgendwie, wenn man da neue Kugeln drin macht. Ist das bestimmt auch besser. Laufen auf alle Fälle schön satt im Fett jetzt die Dinger. Das war der kleine Beitrag zum Thema. Versiegelte Lager oder gedichtete Lager. Gedichtet ist es ja, ja nee, es wird ja nur durchs Fett jetzt gedichtet. Das ist eben der Irrglaube. Die meisten denken, oh, ist ja dicht hier, da kommt man gar nicht ran. Doch, man kommt ran. Und man muss das auch aufmachen und man muss ab und zu Fett reinmachen. Jo, das war's. Das war der Beitrag dazu. Das ist ein gedichtetes Lager. Das wird jetzt wieder eingepresst. In den Rahmen. Nur der Vollständigkeit halber zeige ich jetzt auch noch die andere Seite. Warum es eigentlich, also das war die untere Seite. Ja, mit Licht ist kacke. So, das war die untere Seite von dem Lager. Die lässt sich nämlich. Ja, so, da. So sieht sie von der Seite aus. Arg verrotet. Gleiches System raus. Tja, da kommen sie alle schon freiwillig raus, die bollert. Tja. Die ist halt durch. Lagerschale, ne? Sieht man auch, die ist komplett eingelaufen hier. Extrem scharfkantig hier der Rand. Hier. Ja, war, sieht man, oder?
Also da brauchen wir noch nicht mehr machen. Also das ist, der Steuersatz ist halt hin. Also so schön wie das ist, den zu zerlegen oder zerlegen zu können oder so. Na, aber der ist hin. Also. Aber so sieht's aus. Relativ simpel ist der zerlegbar. Und man könnte ihn fetten und warten. Aber man muss es natürlich auch bezahlen, wenn man es im Laden machen lässt. Oder man muss sich eben die Zeit nehmen, wenn man es privat macht. Dafür. Weil es kostet schon ein bisschen Zeit, wenn man keine Erfahrung hat. Und man sollte auf alle Fälle ein weißes Tuch unterlegen oder so irgendwas helles, weil wenn die Kugeln hier auf der Straße, würde ich es nicht machen. Wenn die Kugeln irgendwo hinhüpfen, dann wartet. Und so dürfen die Kugeln halt nicht aussehen. Ja, so stumpf wie hier, das ist Müll. Jo, deswegen mache ich das auch ja nicht erst auf oder sauer und weiter. Ne? Das könnte man hier noch, das ist noch Toleranz. Aber das hier ist durch. Jo, das war's von mir heute hier vom Lager, das noch funktioniert, bis zum Lager, das nichts mehr ist. Alles dabei. Wie auch immer, daran sieht man, es musste getauscht werden. Das war kein Quack, das war kein Jux und Dallerei, das musste gemacht werden. Ja, was wollte ich sagen? Wir sehen uns morgen wieder auf alle Fälle. Ich hoffe, es hat euch gefallen so ein bisschen und war auch vielleicht ein bisschen informativ jetzt zumindest, was das Lager angeht. Ist ja auch schön, dass, wie gesagt, fragt ruhig mal Sachen, wenn ihr irgendwas nicht wisst oder wissen wollt. Dann versuche ich es euch zu erklären, aber auch ich weiß natürlich nicht alles. Und ich bin auch nicht der Weisheitsletzter Schluss. Also das ist, wie gesagt, da ist... Onkel YouTube wahrscheinlich schneller befragt. Ja, einfach nur rin tickern und dann gucken, wie es funktioniert, ja. Also ich bin ja manchmal auch recht langsam mit dem Antworten oder manche Sachen übersehe ich vielleicht auch oder Fragen, die ich dann ja nicht richtig wahrnehme. Das ist dann nicht böse gemeint von mir, sondern ich habe auch wirklich den Kopf voll. Ich habe ja auch irgendwie mehrere Dinge zu tun. Das ist jetzt nicht so, dass YouTube das Einzige ist, was ich mache, so wie es vielleicht bei vielen anderen Leuten auch so ist, die sich da so ein bisschen intensiver um so einen Kanal kümmern können. Das kann ich halt nicht. Ich mache das am Tag eben hier 12 Stunden sitze ich hier im Laden und warte auf Kundschaft. So wie heute warten mehr oder weniger ein Warten und ein Rad habe ich fertig gemacht. Naja, für mich dann noch einen Auftrag heute Morgen mit der Speiche. Und ja, das war's eigentlich. Und dann habe ich euch jetzt hier nochmal gezeigt, wie das aussieht. Ne? Nebenbei ein bisschen quatschen hier, ein bisschen quatschen da, ein bisschen was organisieren, ein bisschen am Computer recherchieren, ein bisschen einen Ankauf hatte ich heute auch gehabt. Ich habe was gekauft, wieder so ein paar Sachen, ein paar Kleinigkeiten. Darüber habe ich auch wieder ein bisschen recherchiert, geschaut, gemacht, getan. Dann hatten wir eine Abholung, der Tonkasten ist weg. Ja. Bringt ja leider nichts, ich hätte ihn gerne behalten. Dass wir eine größere Wohnung haben, aber er steht uns im Weg rum. Er musste leider wieder weichen. Und ein Klavier, wir müssen auch noch ein Klavier abgeben. Also wenn einer von euch ein handliches Paket zugeschickt haben will in Form eines Klaviers, wir hätten da noch eins anzubieten. Ne? Also, meldet euch. Versand natürlich nicht gratis, der ist so schweineteuer, der Versand. Klavier ist ja nicht so teuer, Versand ist teuer. Also, macht es gut. Bis morgen, sag ich mal. Wir sehen uns. Ciao, sagt Tommy. Ahoi. Salut.